So, dann wollen wir mal weiter questen. Wir haben in der letzten Folge gesagt, wir gehen als nächstes hier hin. Gucken wir mal, ob wir das finden. Müssen mal ein bisschen auf die Karte gucken. Ich habe keine Ahnung, wo genau wir jetzt hin müssen. Ist schon etwas her, dass ich das letzte Mal hier im Gebiet gequestet habe. Aber ich denke mal, wir sind auf der richtigen Spur. Hier liegen überall Leichen. Nicht von uns. Drof der Verheerer. Ach, Drof der Verheerer, das ist ein World Boss. Okay. So, hier müssen wir auch irgendwas machen. Goren und Gronlinge. Mor, der Beherrscher. Der hat 1 Million, den lasse ich in Ruhe. So, dann machen wir mal hier so ein bisschen. Hallo? Von denen brauchen wir auch 10, also. Ja, ist gut. So. Das ist eine der Bonus-Quests. Da werden wir auch wieder einen übrig lassen und werden das dann später beenden. Komm her, Beifuß. Und tschüss. Ups, den wollte ich doch anvisieren jetzt. So, gucken wir mal. Ich glaube, hier müssen wir jetzt auch ein bisschen mit dem leeren Eruption arbeiten. Machen wir ein bisschen mehr Schaden. So, jetzt waren wir nur 13 Sekunden lang drin gewesen. Deswegen kriegen wir jetzt auch weniger. Also für die Zeit weniger Tempo. Naja, das macht jetzt nicht so viel aus. So, ist gut. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Was willst du eigentlich von mir? Ah. Immer diese Kinder hier. Naja, ist gut. Komm, nerv mich nicht. Immer diese Drecks-Todesritter. Hätte ich direkt gegen den gekämpft, wäre er platt gewesen, der Pisser. So ein blödes Arschloch. Ich frage mich, was das soll. Ich war die ganze Zeit am Kämpfen. Also, der greift mich an, wo ich nur noch Hälfte vom Leben habe. Schisser ohne Ende, sage ich dann nur. Wenn er einen fairen Kampf gewollt hätte, hätte er mich angegriffen, wenn ich volles Leben habe. Drecksack. Ah ja, so sind sie halt, die kleinen Kinder. Man merkt, dass Ferien sind. So, dann machen wir mal hier weiter. Grunzer oder Gronlinge getötet.
runter. Haben wir hier. Ja, ich muss hier ein bisschen mehr jetzt gucken, dass ich mehr Leben habe. Weil eben das war Kacke. Ich hätte ihn ohne Probleme platt machen können, aber naja, was soll's. So, erste ist platt, zweite folgt sogleich. Muss mal hier die Tasche zumachen. Ich wollte eigentlich was futtern, aber das hat sich ja erledigt. Wir haben volles Leben. Da können wir jetzt erst noch ein bisschen hier weitermachen. Wir brauchen jetzt noch 10 von denen hier. Kein Problem. Kriegen wir runter. Heißt 9 Stück. Und den letzten heben wir uns dann wieder auf. Aber ich glaube, der traut sich jetzt nicht nochmal mich anzugreifen, weil er eben gemerkt hat, wenn ich kämpfen will, dann sieht es für ihn bescheiden aus. So. Ja, ist gut. So, da brauchen wir jetzt noch. Ah, da ist ja noch einer. So, ist ja noch einer. So, komm, komm, komm. Hier sind auch noch ein paar. Ja, kriegen wir hin. So, das ist der letzte hiervon. Und hier brauchen wir jetzt noch 8. Ach, das sind Grunzer. Scheiße. Ich kämpfe die ganze Zeit gegen Grunzer, obwohl ich Goren oder Grondlinge brauche. Die Goren müssten hier unten sein. Hier vorne, genau. Und zwar kommen die hier aus den Löchern raus. Hier vorne können wir auch zu einem der Löcher hingehen. Und da kommen die dann raus. Da kann man schön ein paar hintereinander bekämpfen. Also normalerweise kommen so 3, 4 Stück raus. Na komm. 3 diesmal. Da habe ich mich eben in den Mobs geirrt. So. Wir brauchen jetzt noch 4. Ich hoffe nur, hier kommen jetzt keine 4 Stück raus. Weil einen wollen wir uns hier aufheben. Es kommen 3 raus, sehr schön. So. Da dürfen wir jetzt keinen mehr killen. Hier drüben ist noch eine Bonus-Quest. Die können wir auch direkt machen. Die ist, glaube ich, hier unten in der Höhle. Ist die hier unten in der Höhle? Schlinger. Tag, Herr Schlinger. Nö. Scheinbar nicht. Der scheint aber irgendwas Besonderes hier zu sein. Und, ja, wieder 13 Sekunden. Ich wollte jetzt mal drauf achten, wie lange wir hier im in der Gestalt drin bleiben können. Also jetzt haben wir 13 geschafft. Unser Bestes war bisher 14 gewesen. So. Ein Beweglichkeitsschmuckstück. Na, ist das nicht schön? Wo wir ja so viel Beweglichkeit brauchen.
Nein, der hier nicht. Was will der denn jetzt von mir? Hallo, der ist Level 100. Jetzt wäre ich auch noch vom 100er angegriffen. Das ist natürlich auch geil. Alter, nerv mich nicht. Ey. Haben sie den heute ins Gehirn geschissen oder was? Blöder Drecksack. Also manchmal rege ich mich echt hier über diese Vollidioten auf, die meinen, sie müssen hier irgendwas beweisen. Und in Wirklichkeit, ja, ich sag's besser nicht. Es sind Kinder anwesend hier im Raum bei mir. Deswegen, da sage ich jetzt lieber nichts zu. So, mal heilen. So, Goron Knabra getötet, so und so viel, okay. Heißt, Opa. Und da kommen die Goron Knabra auch noch raus. Hallo? Kannst du abhaken, Freundchen. So, gucken wir mal. Zack, zack, zack. Hallo? Du hast ihn angesehen. So. Da haben wir jetzt 3 Stück gehabt. Den nehmen wir auch noch mit. Den nehmen wir auch mit. Da vorne der Erdzorn. Wird uns wahrscheinlich auch gleich sehen, wenn wir hier zu dem zu den Eiern wollen. Ja, ja, ist gut. Ich weiß. So, Gott. Jetzt einmal hier drüber. Zack, 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 zack. Und dann müssten wir eigentlich mal hier ein bisschen Flächenschaden machen. Ah, das war doch ganz gut. 5 Stück auf einmal. Ich fühle mich fast wie ein Krieger. So. Schluchtfelsbrecher getötet. Okay. Also wir brauchen jetzt noch 6 Goreneier. Hier haben wir 5 Stück. Also wir müssen uns dann noch irgendwo eins suchen. Komm, 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 komm. Zack, hierher. Einmal schön Flächenschaden. Und einmal hier raus, damit wir keinen Schaden kriegen, wenn die explodieren. So, Goren haben, Goren Knabra haben wir, Goren Eier brauchen wir noch 1 und von den Deppen hier brauchen wir 5. Ich würde jetzt sagen, wir, na, Goren Eier aufheben ist etwas blöd, weil Goren Eier gehen wahrscheinlich schnell kaputt, vor allem wenn wir zufällig da drüber laufen. Na, komm. Und 16 Sekunden, geil. Ein Gorenei, ein Gorenei, ein Gorenei. So. Goreneier haben wir alle. So, komm. Explodier. Sehr schön. Gut, dann holen wir uns jetzt noch 3 Stück von denen.
Und dann haben wir die nächste das nächste Bonusziel auch fast erreicht. Hier müssen wir aufpassen, hier ist wieder der Elite, der mit 1 Million Leben, gegen den möchte ich jetzt nicht unbedingt antreten. Der könnte uns Aua machen. So, komm. Die Dinger hier sind aber auch stark. So, wo ist noch einer da drüben? Da ist wieder ein Dudu. Ein Horden-Dudu. Oh Leute, nervt mich doch nicht. Ey. Das ist 3-mal hintereinander verreckt. Das ist nicht wahr. Ich bin hier auf einem Server, wo mehr Allianz als Hotler sind. Und ich treffe hier nur Hotler an. Und dann auch noch zu zweit. Großes Kino, ja. GZ, sag ich dann nur. Normalerweise müsste ich ein paar Kumpels von mir einladen, die alle Allies auf 100 haben und hier mal so richtig aufräumen bei den Pissern. Das ist schlimm, ist das. Was will der denn jetzt? Oh, mal ein Hotler, der nicht angegriffen hat. Ist wahrscheinlich schon der Pubertät entwachsen.